Hallo, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ja, jetzt ist leider gerade die Sonne weggegangen und mein Hund geht auch gerade weg. Seja, komm. Ja, es ist trotzdem schön. Es hat frisch geschneit und es ist eigentlich noch ziemlich warm. Für die Seegeher unter euch, es wäre also noch möglich. Er ist jetzt erst am Zufrieren. Ja, wenn sich einer bereit erklärt, ich bin hier. Wenn ihr baden gehen wollt, alleine mache ich es nicht, da bin ich ehrlich. Ja, was will ich euch heute erzählen über Ungerechtigkeit? Wir wissen manchmal gar nicht, wie fatal so Abspeichern von Situationen ist, oder? Wir speichern ja irgendwelche Eindrücke von Situationen, von Ereignissen ab, wie so ein Klick oder wie so ein Foto. Und dann wird es eingeordnet mit Gefühlen versehen, oder? Weil die Situation alleine hat ja ohne ein Gefühl oder ohne ein Gefühlspackage, hat es ja eigentlich überhaupt keinen Einordnenplatz, oder? Weil unser analytischer Verstand muss es ja irgendwo einordnen, irgendwie die Erlebnisse und Situationen. Und da könnt ihr euch vorstellen, da gibt es halt so Ordner und da sind halt verschiedene Emotionen drin. Und dann kommen diese Situationen und Erlebnisse, die werden einfach da abgespeichert. Und wir alle haben zum Beispiel einen Ordner mit Ungerechtigkeit. Und das ist jetzt mal dieser eine Ordner, den ich mit euch anschauen möchte. Und all die Situationen, in denen du dich ungerecht behandelt gefühlt hast, die werden in diesem Ordner abgelegt. Und im Laufe deines Lebens wird dieser Ordner immer dicker und dicker und immer mehr Situationen befinden sich da drin. Und je dicker dieser Ordner wird, desto klarer wird für dein System, für dein Ego sozusagen, im Unterbewussten, dass du keinen Selbstwert hast oder dass du wertlos bist. Also da kommt das Gefühl der Wertlosigkeit dazu. Und das ist unglaublich, wie ja, unser System Mensch, unser System Verarbeitung, unser System bewusster, unbewusste Verarbeitung funktioniert. Und wenn du dem mal auf die Schliche kommst, dann findest du eben auch diese unterbewussten Emotionen und Überzeugungen, die letztendlich dazu führen, dass du eben im allerletzter Instanz krank wirst, weil dein Körper ja auf diese Überzeugungen reagiert. Und wenn du genügend solche Schnappschüsse von Situationen, zum Beispiel eben in diesem Ordner Ungerechtigkeit angesammelt hast, dann weißt du im Prinzip gar nicht, dass dieser Ordner Ungerechtigkeit zu dick ist. Das Einzige, was du wirklich weißt, ist, dass da irgendein Ordner ist und da ist ganz viel drin und da willst du nicht hinschauen und das ist total unangenehm, aber du läufst einfach nur mit diesem Gefühl rum, dass ja irgendwo, du hast vielleicht auch das Gefühl der Angst, oder? Dieser dicke Ordner, der macht auch Angst, weil da ist ja was Verborgenes, von dem du nicht weißt, was da verborgen ist und du weißt nur, dass es sich ganz, ganz schlimm und gefährlich und angsteinflößend anfühlt. Und letztendlich, womit du rumläufst, ist einfach mit einem immer wieder kehrenden Gefühl der Angst in gewissen Situationen. Oft weißt du gar nicht warum. Und das liegt daran, dass du irgendwo ein oder mehrere solche dicken Ordner hast, die du nicht aufmachen willst, wo du nicht hinschauen willst, weil da Schmerz drin ist. Und dieser Schmerz kommt daher, weil du natürlich dadurch falsche Überzeugungen über dich gewinnst. Weil dieses göttliche Wesen in dir, das ist ja davon überzeugt, dass du perfekt und wunderbar bist. Wenn du aber da irgendwo einen Ordner hast, in dem drin steht, nein, du bist wertlos und du bist nicht gut genug und du musst wahnsinnig aufpassen, dass du keinen Fehler machst, weil sonst wirst du dafür bestraft. Und überhaupt wirst du sowieso bestraft, bist ausgeliefert, weil da ist ja schon oft genug irgendwie passiert, dass du ungerecht behandelt worden bist. Und nachdem, egal was du machst, ja sowieso
immer eine schlechte Resonanz kommt oder immer die Gefahr einer schlechten Resonanz da ist, bist du natürlich absolut schlecht und wertlos. Und dann im Folge hat dein System natürlich auch noch die Überzeugung, dass wenn du wertlos bist, dann bist du ja auch nicht liebenswert, oder? Also fehlt es dann auch noch an Selbstliebe. Und das bringt dich dann einfach dazu, dass diese Überzeugungen überhand nehmen und dich durchs Leben peitschen. Es fühlt sich gar nichts mehr gut an, weil du in einer absoluten Lügesvorstellung liegst und da halt dieser Ordner ist, der wehtut, der Schmerz mit all diesen Geschichten. Und diesen Ordner kannst du einfach nur entsorgen, wenn du ihn aufmachst, wenn du ihn untersuchst, wenn du reinguckst, wenn du ihn relativierst und in Bezug mit der Wahrheit setzt, dass du perfekt und wunderbar bist, dann musst du keine Angst mehr haben vor diesen komischen Ablagen, vor diesem ganzen Büro voll Scheißablage. Und du gehst jetzt einfach mal dorthin und machst diese verdammten Ordner auf, schaust rein und siehst letztendlich, wenn du wirklich reingeschaut hast, dass, hallo Jürgen, dass das gar nichts mit dir zu tun hatte jemals. Dass dir diese Ordner von irgendwelchen Paradigmen anderen Leuten, Glaubensgrundsätzen einfach gefüllt worden sind. Und dass du halt jetzt diese scheiß Ordnerkiste bei dir stehen hast, die gibt dir die ganze Zeit ein scheiß Gefühl. Du magst aber nicht reinschauen, weil du hast super, super Angst. Und ich sage euch nur eins. Schaut in diese verdammten Ordner, schaut da rein, spürt den Schmerz einmal und dann sind die Ordner, haben die ausgedient. Ihr könnt sie absolut entsorgen, ihr könnt sie verbrennen, stehen lassen, weglaufen, was auch immer ihr machen wollt. Aber ihr müsst euch ganz kurz mal damit beschäftigen, damit dieser Horror, diese Geisterbahn einfach aufhört und ihr plötzlich merkt, ja scheiße, ich war in einem Horrorfilm, diesen Ordnern ist ja gar nichts Übles drin, ich kann die ja locker anschauen aus der heutigen Perspektive, kann sie einpacken, kann sie entsorgen, weil sie haben gar nichts mit mir zu tun. Und schon machst du diese ganze Ablage, machst du zu, du beendest, du lässt sie hinter dir, läufst in eine glückliche Zukunft, die der Wahrheit entspricht, der du wirklich bist, nämlich ein absolut wunderbarer, perfekter Mensch mit endlos vielen Facetten, die man nicht bewerten muss, sondern die dich ausmachen. In diesem Sinne, einen schönen vierten Advent. Räumt die Scheißablage weg, nehmt sie nicht ins 2020. Und verbrennt die Ordner, keine Ahnung, versenkt sie, aber schaut sie vorher an, weil wenn sie nicht gesehen worden sind, dann kommt einfach irgendwo eine andere Ablage zustande. Hallo! Also, weg mit der alten Scheiße, rein ins neue Leben und einmal kurz durch den Schmerz aus der Perspektive des Beobachters, des verständnisvollen, barmherzigen Beobachters, räumt die Ablage auf, Ordner weg zu und hopp ins 2020. Tschüss, ihr Lieben, danke fürs Zuhören.